Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Füller-Review hier bei mir bei Big G's Tintenkiste. Und heute bleibe ich jetzt in China, nämlich den zweiten Wing Sung, den ich euch gerne vorstellen möchte, den ich zur Verfügung gestellt bekommen habe von der lieben Chrissy, meiner Abonnentin und Zuschauerin und unheimlich gute Freundin, ja, also, ne? Und ich bin bei chinesischen Füllern immer so ein bisschen skeptisch, ne? Weil ich habe schon einige da gehabt, Gin House, die größeren, mit den größeren Federn, die Gin House, also 159 und X450 und X750, das sind ja alles so Modelle, die sind ganz, ganz okay, muss ich sagen, ja. Dann gibt es aber auch wiederum noch billigere Exemplare, die wirklich schlecht sind, muss ich sagen, ja. Und das hören manche von euch nicht gerne, aber das ist meine Erfahrung, die ich damit gemacht habe und ich will ja auch nicht schönreden. Aber dann gibt es auch Marken wie Wing Sung, die mehr oder weniger doch recht gute Ware rausbringen, muss ich sagen, ja. Ich hatte schon mal einen Wing Sung, ja, eine Kopie des WAG 700, ich meine, der hieß 13, 3013, der war okay. Da hat sich bei mir aber dann hier an der Kappe hier das Dings hier gelöst, ist abgebrochen ganz schnell und da merkt man auch schon, vom Preis her, 9 € waren es, glaube ich. Naja, aber dann haben wir halt eben auch so Ausnahmemodelle, ne, wie diese beiden hier, wo ich dann merke, die sind schon ein bisschen teurer, aber halten auch, was sie versprechen. Also sie sind ihr Geld wert. So gesagt, sind ihr Geld wert, ja. So, und heute zeige ich euch den Wing Sung 626. Der 626, der mag manchen von euch bekannt vorkommen, so von seinem Design her. Ja, die Chinesen, die kopieren ja gerne. Kopieren für die Asiaten ist, habe ich mal so gelesen oder im Fernsehen gesehen, für die Chinesen ist Kopieren nicht ein Versuch, das Original zu zerstören auf dem Weltmarkt oder so, sondern eher als eine Hommage einer Sache, die wir gut finden, die wir bewundern, eifern wir nach. Ja, und das kann man jetzt natürlich sehen, wirtschaftlich gesehen, kann es problematisch werden, ne? Wenn dann Leute lieber dann etwas Günstigeres kaufen, das genauso aussieht wie, aber dennoch nicht das Original ist. Kann man jetzt sehen, wie man möchte, ja. Manche von euch sagen, warum soll ich mir jetzt zum Beispiel hier ein Original Pilot Custom 823 für 300, 350 € kaufen, wenn ich hier im Prinzip das gleiche bekomme, nur halt eben mit Stahlfeder für unter 30 €, ja. Genauso wie bei dem hier. Den gibt es ja hier auch in mehreren Farben. Das ist quasi eine Kopie des Schäfer Balance 2. Und ja, so ein Merkmal von Original-Schäfer-Modellen ist ja immer, dass die an der Kappe so einen weißen Punkt haben, ja, der eine bestimmte Symbolik hat, ne? Also zum Beispiel eine lebenslange Garantie bedeutet, ja. Und das hat Wing Sung hier nicht so umgesetzt mit diesem weißen Punkt, sondern eher mit so einem goldenen Punkt. Ist halt einfach ein Accessoire, das zu dem Bild dieses Füllers einfach dazugehört, ja. Ansonsten gibt es den auch in mehreren Farben. Ich habe ihn jetzt hier in Braun. Hat hier, das ist so diese typische Zigarrenform, ja, wirkt recht klein, muss ich sagen. Ja, also da gibt es dann andere Modelle. Der liegt ja auch irgendwo rum. Ja. Mal kurz vergleiche, also ist im Prinzip nicht viel anders da. Ja, der Pen BBS 823, nee, 80, nee, 309, ne. Zahlen, 308, glaube ich, ist es ja. Macht so von der Größe her nicht so viel Unterschied, ja, aber also er wirkt ein bisschen größer, ne? Ein bisschen dicker und deswegen auch ein bisschen größer und der Wing Sung 626 ist dann doch ein bisschen schmäler, aber dennoch nicht unbedingt schlechter. Ja, wie gesagt, wir haben hier diese Zigarrenform, ist eine Kappe zum Aufschrauben. Ja, wirkt ein bisschen schwergängig im ersten Moment, kann aber auch bedeuten, dass die Kappe einfach sicherer sitzt. Ja, also sie löst sich nicht so schnell und es kann auch ein Vorteil sein. Ja, ansonsten haben wir hier auch eine schicke Feder. Moment, jetzt muss ich wieder rein.
Samsung Galaxy S20. Geil. Oh, ich liebe dieses Handy. Wahnsinn. Ja, also auf jeden Fall hier mal so eine Nahaufnahme von der Feder, der feinen Feder, eine Stahlfeder. Kann man sehen, ne? Vergoldet. Sieht schön aus. Hier mal einen kleinen Blick auf den Tintenleiter werfen. Ja. Geil, dieses Handy. Ja, der Griff, der ist relativ kurz, muss ich sagen. Ja, macht, finde ich, aber nicht viel aus, ne? Obwohl wir ja hier diese Windungen haben. Ich persönlich, ich finde, man fühlt sie nicht wirklich. Also es ist jetzt nichts, was stört. Die sind nicht scharfkantig. Und eigentlich auch jemanden, den das ansonsten stören würde, dürfte auch hier damit kein Problem haben. Obwohl der Griff so kurz ist, liegt der Füller gut in der Hand. Ja, und so von der Gesamtlänge her kann er vielleicht eventuell ein bisschen kurz sein. Ist aber nicht so schlimm, weil man kann die Kappe aufstecken. Ja, dann haben wir hier schon eine ganz andere Dimension. Wobei ich aber sagen muss, dass man, also wenn man auf die Ästhetik achtet, ne? Also wenn man die Kappe aufsteckt, sie kann so stecken, also schepp und krumm, sie kann aber auch gerade sitzen, kommt drauf an. Also wenn man jetzt ästhetische Aspekte oder Ansprüche hat darauf, es ist vielleicht besser, man behält die Kappe in der Hand. Aber ansonsten ist es auch ein, das ist ein Konverterfüller, ein Patronenfüller. Mit einem schick aussehenden Konverter, der so ein bisschen erinnert an die Konverter von Platinum. Ja, sitzt aber sehr gut, muss ich sagen. Also, das ist jetzt nicht, dass man jetzt Angst haben muss, dass das beim Runterfallen irgendwie rausfällt oder sowas. Das sitzt fest, ja. Ich sehe hier gerade, die Chinesen haben das ja auch offen dargelegt, made in China. Ja, und dann hier, ich vermute mal, das hier, das ist der Name Wing Sung und die Modellnummer 626. Insofern habe ich richtig recherchiert, ne? Finde ich gut. Ich bin im Recherchieren eine Niete, aber manchmal lande ich auch einen Volltreffer. Ja, und ansonsten zeige ich euch jetzt mal, wie der Füller so schreibt, ja. Da das so eine Art Wing Sung Double ist, nehme ich jetzt mal das Blatt, den Zettel, den ich vorher hatte, vom Wing Sung 699. Und mache jetzt hier einfach mal weiter. Aber erstmal einen kleinen Zoom reinmachen, damit ihr das ein bisschen besser sehen könnt. So, dann ist der Wing Sung 626. Ich habe hier eine feine Feder drinne. Vom Preis her, den Preis konnte ich jetzt nicht unbedingt so wirklich recherchieren, weil den gab es mal eine Weile auch auf Amazon. Ich habe jetzt zum heutigen Tage den Füller nicht gefunden, aber ich denke mal, der wird auch ungefähr so in dem Preisbereich sein. Ich meine, den gab es auch mal mit einer Goldfeder für um die 100 Euro. Ja, so 90 bis 100 Euro. Der hier, der wird also dementsprechend günstiger sein. Ich vermute mal so zwischen 30 und 50 Euro maximal. Ja, und die Tinte, wie ich ja schon angekündigt hatte, das ist Rohrer und Klingner Blumare. Und ein Testsatz. Ja, wir haben hier eine feine Feder und das spüre ich auch gleich. Ich habe die Feder nicht bearbeitet.
Ja, also ich habe generell die Federn, die ich jetzt hier zum Antesten bekommen habe in den Füllern, generell nicht bearbeitet. Ich habe die so belassen, wie sie quasi von Werk auf kommen. Und da muss ich sagen, diese feine Feder, Stahlfeder, zeigt ein bisschen was an Flex, nicht zu viel. Ja. Um das mal kurz zu zeigen, so ungefähr. Also jetzt Dollar drücken würde ich jetzt auch nicht. Ja, recht flüssig, ne? Ansonsten aber würde ich sagen, man könnte, also die Feder könnte vielleicht noch so ein bisschen Nip-Tuning vertragen. Ja, wie gesagt, ich habe es jetzt nicht gemacht, weil ich wollte es mal so ausprobieren, out of the box. Ja, die Chrissy, die hat es auch nicht gemacht. Es ist ein Füller. Man kann mit ihm schreiben. Es ist, wie gesagt, es ist halt eine feine Feder. Ja, und dementsprechend feine Federn neigen öfter mal dazu, eher so ein bisschen spitz, ein bisschen hackig zu wirken. Was man aber hier machen könnte oder beseitigen könnte mit ein bisschen mit Nip-Tuning. Ob ich es mache, weiß ich nicht. Mal gucken. Wenn das die Chrissy möchte, dann kann ich das gerne machen. Und ansonsten, das ist schon, ja, ein. Also die Feder macht mir jetzt nicht so viel Spaß, muss ich sagen. Ja, also. Der Füller ist nicht schlecht, die Feder macht mir nur nicht so viel Spaß, weil ich mag feine Federn nicht unbedingt so. Es gibt auch feine Federn, die schreiben sehr smooth, sehr sanft. Da macht es auch mehr Spaß. Bei dem ist es jetzt nicht unbedingt der Fall, was aber an der Feder selbst liegt, ne? Also, wenn es jetzt eine Medium-Feder wäre, höchstwahrscheinlich würde mir das mehr Spaß machen. Und von daher zeige ich euch jetzt mal die Tinte. Haben wir hier Rora und Klingler Blue Mare. Das ist schon ein schönes Blau, so ein helles Blau, so ein Türkis, aber ein schönes Blau. Diamine Aqua Blue, Lamy Türkis, Karandarisch Hypnotic Türkis Otter, Pelikan 4001 Türkis. Entschuldigung, es tut mir leid. Ja, Spaß muss sein, ihr kennt das doch. Ihr kennt das doch bei mir. M&M Türkis. Visconti Türkis. Twisby Sky Blue. Daimine Hawazu. Pilot Iroshizuku Ebisu. Und Nudlers Navajo. Oder Navajo. Ja, also ist ein schönes Türkis, ein klassisches Türkis. Ich muss sagen, die Rora und Klingler Tinten sind qualitativ doch recht gut. Im Vergleich dazu aber auch relativ günstig. Ja, ich meine, Rora und Klingler, nö, das sind Tinten aus dem Osten, du, ne? Aber kostet auch nicht so viel. Die kosten so um die 4, 5 Euro. Eigentlich ein guter Preis, muss ich sagen. Schöne Tinten, ist auch recht viel drin, muss ich sagen. Nö, hier, wo guckt's hier drauf, du? Ja, 50 Milliliter. Also so viel wie einer Flasche Iroshizuku. Schöne Tinten, muss ich sagen. Ja, und ansonsten. Ja, nee, Moment, stopp. Bevor ich es wieder vergesse. Manchmal ist mein Hirn echt ADHS verseucht. Ne? Der Füllervergleich. Der muss natürlich auch sein. Mensch, Leute, ihr sagt aber auch nichts, ne? Also. Ihr guckt hier einfach so ganz fröhlich zu, aber ihr sagt nichts. Nee, Spaß, könnt ihr ja nicht. So, also der Wing Sung 626. Dann der. Wo habe ich denn schon wieder hin? Ach, da. Der Wing Sung 699. Dann Visconti Homo Sapiens. Und ein. Komm, ich lege einfach drauf, komm, ist egal. Twisby Bag 700. Dann komme ich jetzt wieder mit den Standardgrößenfüllern. Und da ich ja jetzt hier wieder alles auf einmal mache heute, zeige ich euch die alle auf einmal. Lamy Allstar. Twisby Eco. Pelikan M200, 400 Schrägstrich, ja. Und der Caveco AC Sport. So, und jetzt geht es wieder um
den Größenvergleich, was die Feder betrifft. Der Wing Sung. Der Lamy All-Star. Twisby Eco. Pelikan M400. Kaweco AC Sport. Ja. So, und jetzt kommt, vielleicht lasse ich mir diese Methode hier, die Füller wieder aufzustecken, patentieren. Nee, kann ich nicht machen. Aber zumindest für die Leute, die da auch, die für auch Füller-Reviews machen, die sich die Finger nicht schmutzig machen wollen, ihr dürft gerne abgucken. Ja, geht auch schnell. Warum bin ich bloß vorher nicht drauf gekommen? Ist genial. Ist brutal, brutal genial. So, jetzt bin ich aber durch mit meinem Angebot, mit meinem Gesamtangebot für heute. Ja, also Leute, ich muss sagen, dieser Wing Sung, ne, optisch, wie gesagt, gibt es auch in anderen Farben. Ah ja, der Clip. Der Clip ist ja hier relativ kurz, muss ich sagen. Ne? Es ist auch ziemlich tief und der Clip selbst, also die Fläche, die quasi verbogen werden könnte, ist relativ kurz. Wenn ich das mal vergleiche mit dem anderen, weil ich den jetzt hier gerade rumliegen habe, ne? Also da ist dann quasi so die Fläche, ab wo ich den Clip betätigen kann, sehr kurz. Also da hätte ich jetzt, muss ich ehrlich sagen, hätte ich jetzt Angst, den versehentlich rauszubrechen oder so. Und von daher würde ich bei dem Füller sagen, Rollstop. Also der verhindert, dass der Füller vom Tisch rollt, für nicht mehr und nicht weniger. Ne? Ansonsten, ja, war es schon wieder für heute. Es ist ein günstiger Füller. Optisch schön, muss ich sagen. Ich würde ihn nicht kaufen, auch wenn ich ihn jetzt nicht schlecht finde. Aber gut, ich muss sagen, ich habe jetzt mein Herz an dem da hier verloren. Das gebe ich zu. Ja. Ich gebe es zu. Ich weiß nicht, ob ich den wieder zurückschicke. Er gehört mir zwar nicht. Ich muss mal mit der Chrissy reden. Vielleicht überlässt sie ihn mir ja für einen bestimmten Betrag. Mal gucken. Und ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt ihr Fragen, dann fragt bitte sehr gerne. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Review, Freunde. Bis bald und ciao.